Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Bahi Spring und heute geht es um einen Haul. Und zwar war ich im Action einkaufen. Für die, die Action noch nicht kennen, ich kannte Action auch ewig lange nicht und eine Freundin hat mich dazu gebracht. Es ist ja echt ein absolut hammer toller Laden. Da gibt es so viele schöne Dekoartikel. Es gibt Haushaltssachen, es gibt Sachen für die Werkstatt, Kosmetikabteilung, es gibt Windeln, es gibt Decken, es gibt alles einfach, Putzmittel, Spielsachen und jede Menge Dekoartikel. Also ein richtig toller Laden, mega günstige Sachen, ein cooler Laden auf jeden Fall. Heute war ich dort einkaufen und habe mir ein paar Sachen hergeholt, weil dieses Fensterbrett ist der absolute Horror in diesem Raum. Das ist einfach nur ein Abstellbrett. Da liegen wirklich nur Schrottsachen drauf. Ich habe mir hier auch schon eine Tüte vorbereitet und Putzsachen. Denn heute geht es darum, dass ich diese Ecke mal ein bisschen lebendiger gestalten werde. Ich habe sehr viele Sachen geholt. Ich weiß nicht mal, ob die ganzen Sachen hier irgendwie passen werden. Ich weiß auch nicht, was genau ich hier draus machen möchte. Ich habe so ein paar Ideen mir zusammengeholt. Ich habe eigentlich zu viel geholt. Das ist eigentlich immer so. Aber lieber zu viel wie zu wenig. Falls dich interessiert, wie das hier später aussehen wird, dann bleib einfach dran und schau mir bis zum Ende zu. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich habe hier ein Buch von einem Hundeflüsterer. Dann eine Käppi von meinem Freund, die da einfach rumliegt. Dann so ein verstaubtes Halsteil, ja, so ein Hals, wo ich zwei Ketten hängen habe. Ein Massageball liegt hier noch. Dann eine Uhr, eine Tasche, Schmuck, Creme, Tempos. Ein Körbchen voll mit Make-up gekleckert, also wirklich nur Schrott. Und ja, ich räume das jetzt auf. Manchmal packt es mich richtig so, ja, aber nur manchmal. Eigentlich nie, aber wenn es mich packt, dann richtig. So, ihr Lieben, so sieht das alles leer aus. Jetzt tue ich noch einmal drüber wischen, nochmal kurz sauber machen und dann geht es auch schon ran an die Dekoration. Und ich freue mich voll, echt, das sind richtig schöne Sachen dabei heute. Ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht mal, mit was wir hier jetzt anfangen sollen. Ich glaube, wir fangen an mit... Ich habe hier so ein Brett mir geholt. Ich wollte ja eigentlich so ein Regal haben, wo ich einen Fächer drin habe, wo ich dann die Lidschatten und meine ganzen Pinsel und was weiß ich da alles schön verstaut habe. Aber ich habe gar nicht so viel, was ich wirklich benutze. Deswegen wird hier eigentlich nicht so viel stehen dürfen. Deshalb dachte ich, ich mache mir da so ein Brett hin. Und ich stelle das jetzt einfach mal so hin und da werde ich dann mein Make-up und so irgendwie draufstellen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie genau ich mir das alles vorgestellt habe. Ich habe deswegen also keinen Plan, was mich hier jetzt gleich erwarten wird. I don't know. Da gab es so etwas. Das Ding hat, glaube ich, 1,50 gekostet oder irgendwie so. Auf jeden Fall sind die Sachen echt mega billig. Das hat auch nicht mehr wie 2 Euro gekostet. Dann kommen hier Kerzen rein und das dachte ich mir, stelle ich hier so mit drauf, so im Eck. Ich hoffe, das sieht man. Also nachher werde ich es euch nochmal zeigen, wie das dann alles aussieht. Dann habe ich, jetzt habe ich die Preise nicht. Warte mal, vielleicht habe ich einen Beleg. Wäre schon sinnvoll, Mädchen. Also das ist mein Kassenbeleg. Ja. 3,57 Euro hat dieser Becher hier gekostet und der ist ultra, ultra mega schön. Sieht man gar nicht, ne? Das ist so ein Keramikbecher mit so Blumen drauf. Und diesen Becher werde ich auch hier mit irgendwo drauf machen, habe ich mir gedacht. Ich weiß jetzt noch nicht wo. Einen, weil ich habe mir noch 2 weitere geholt fürs Bad. Denn da möchte ich auch ein bisschen was ändern, weil das sieht auch mittlerweile echt langweilig aus. Dann habe ich hier so einen Kosmetik-Organizer mir geholt. Tut mir echt leid, wie meine Haare heute aussehen, aber ich habe echt keinen Bock gehabt, die zu machen. Und deswegen müsst ihr da jetzt durch. Dafür habe ich mir ein neues Oberteil geholt.
So sieht das Ganze aus. Und das hier hat gekostet Deko hier, Deko da, Deko dort. Teelicht, Blumen, Deko, Deko, Osterei, Deko, Becher, Küchenläufer. Jesus Maria, was habe ich denn alles geholt? Also irgendwie finde ich es nicht. Da steht einmal Make-up-Display und einmal Make-up-Spiegel. Ist das vielleicht ein Display? Weil was anderes habe ich nicht. Also wahrscheinlich hat das hier, wenn das hier ist, dann ist das bei 2,99. Keine Ahnung, irgendwo hier. Dann habe ich noch was ganz Cooles. Das werde ich mir auf jeden Fall da hinstellen. Und zwar ein Touch and Play Flower Pot Speaker. Ist das nicht geil? Ich habe mir extra auch Blumen geholt. Wenn ich wüsste, wo ich da hin habe. Das ist ein Lautsprecher mit Blumentopf. Das ist so typisch ich wieder. Das sieht echt schön aus. 5,95. Richtig süß gemacht. Okay, also ich kapiere das jetzt nicht. Ihr solltet besser alles nochmal durchgucken, bevor ihr alles wegschmeißt, so wie ich. Denn da war noch so ein Ladekabel mit dabei. Zum Aufladen. Was steht hier? Hallo Bruder, warum ist da ein Metallstab? Can you tell me? Okay, hier steht nichts drin. Ist mir jetzt auch schon wieder zu doof. Ich hole mal kurz die Blume. So, cool. Ist das nicht schön? Cool. Dann habe ich noch eine richtig coole Lichterkette. War das richtig? Geil. Batterien habe ich natürlich auch. Irgendwo. Muss ich hier irgendwo noch. Jetzt kommt die Technikerin aus sich raus. Was? Doppelt eingepackt? Ich glaube, ich spinne. So. Ich hab's. Ach mein Gott, ist das schön. Dann kann ich das hier irgendwo so hinhängen, oder? Was sagt ihr? Ich hol mal. Mein Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Einen Moment. Das mit dem Hammer war ein Spaß. Jetzt wird gebohrt. Ups. Sieht das nicht schön aus? Ich heule. Lichterkette. 4,95. Dann habe ich mir hier so schöne Kerzen geholt. Bin leicht überfordert. Einen Moment. Passt das so? Ja, diese große Kerze hat auch 5 Euro gekostet. Und dann habe ich noch 2 Watermelon und Mixed Fruit. Diese 2 Kerzen riechen auf jeden Fall bombastisch. Vor allem Wassermelone riecht echt mega gut. Kerzen, wenn wir schon bei Kerzen sind. Also die 2 habe ich mir geholt. 2,99 €. Und dann habe ich noch Blumen und noch mehr Blumen. 97 €. Schön. Dann, ein Spiegel, noch ein Spiegel. Was ist denn mein Spiegel? Also dann habe ich einmal so einen kleinen Spiegel, den du halt umklappen kannst. Den kann ich hier noch mit dazu stellen. Ich habe noch einen Spiegel, aber ich weiß nicht wo. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie den Spiegel hat. Das Wichtigste habe ich natürlich bei dir. Ich bin nämlich gerade mittendrin am Dekorieren und hier sieht es echt richtig schön aus. Aber der Spiegel fehlt. Richtig. Richtig. 100 Punkte für meine Mutter. Ja. Ich drehe jetzt mal mein Video. Ja, mach halt ohne Morgen mit. Zum Beispiel. Ja gut, dann mache ich mal mein Video ohne Spiegel weiter und und blende das dann halt dann irgendwie mit ein. Ja, oder aus. Ja, war ja nicht anders zu erwarten. Die Bahi hat natürlich ihren Spiegel. Das Wichtigste hier, was fehlt, vergessen. Applaus, Dankeschön. Ich habe hier noch etwas. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Ich weiß auch nicht, wie das heißt und ob ich es richtig ausspreche. Makramee-Halter. I don't know. Ein Teppich für die Wand. Meine Güte, ist das schön. Und zwar habe ich hier an der Seite neben der Türe ein Stehlicht. Und hinter dem Stehlicht habe ich so ein hässliches Schild. Ich zeige es euch. Einfach hässlich. Und dich brauche ich nicht mehr. Danke für die schöne Zeit. Und das hier hat 4,99 € gekostet. Voll gut, oder? Jetzt machen wir erstmal weiter. Und zwar habe ich etwas gefunden, das hat mir mega gut gefallen. Und das ist auch richtig schön gemacht. Das ist ein Buch von der Mama für die Tochter.
erzähl einmal von damals. Wie hast du früher gelebt? Mit wem warst du befreundet? Wofür hast du dich begeistert? Und was hat dir Probleme bereitet? Durch die Beantwortung der Fragen in diesem Eintragbuch erzählst du deine persönliche Geschichte. Dies ist ein besonderer Erinnerungsschatz für Menschen, die dir nahestehen. Das sind ganz viele Seiten mit Fragen und Sachen, die man halt da reinschreiben kann. Und hier ist sie zum Beispiel am Anfang. Liebe Mama, erzähl einmal, wie es damals war. Und dann stehen da persönliche Angaben, Vorfahren, Kindheit, Ausbildung, die Liebe, Mutter, Freizeit, Freundschaft, Urlaub und Reisen, du und ich. Besondere Anmerkungen, kannst du halt alles reinmachen. Richtig schön. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich sag, warte mal. Ja, ich muss jetzt noch von oben 5 Paletten in die Schweiz reinfahren. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ja, ja, klar. Okay, ja klar, wenn du in einer halben Stunde losläufst, brauchst du auf jeden Fall noch 30 Minuten, mein Schatz. Ja, schon. Ja, schon. Ich habe dann noch so viele schöne Bücher gesehen. Also das war das eine Buch, das mit der Mama. Dann habe ich da so ein Notizbuch gefunden mit einem Pulli dran. Und auch echt richtig süß, so vom, sieht man das? Ja, Muster. Richtig schön. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Und was ich damit mache. Aber ich dachte mir, ein Buch, wo ich einfach meine Ideen mal reinschreibe, die ich umsetzen möchte im Video oder auch so im Leben, wenn ich irgendwelche Ziele habe. Weil ich habe bis jetzt immer alles in meinem Handy stehen und das nervt total, weil ich habe in meinem Handy zum Beispiel hier Vitamin D, da oben, Vitamin D, ja, was ich da alles einnehmen möchte. Dann die Ideen, Videothemen, dann habe ich hier, ja okay, ein paar Lieder geschrieben. Das mache ich auch immer auf meinem Handy. Und ja, auf jeden Fall ist es komplett voll und ich habe da keine Lust mehr drauf. Hier habe ich noch einen Terminplaner, werde ich auch hier mit drauf machen. Sieht auch sehr schön aus mit diesen Palmenblättern. Das machen wir auch mal gleich auf. Ich habe auf jeden Fall viel gefunden. Schreibt mal unten rein, was ihr denkt, was das alles gekostet hat. Und ich werde euch am Ende vom Video nochmal verraten. Ach, das ist ja cool. Da steht gar nicht drauf Januar, Februar, März, sondern immer Wochen. Also immer die Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch und so. Und dann gibt es auf der Rückseite, kannst du dann Notizen draufschreiben. Da oben quasi und dann geht es wieder mit Montag und so weiter. Also kannst du das dir kaufen, wann du willst und kannst du immer benutzen. Sehr gut. Ich habe dann noch etwas gefunden. Ich habe nur gesehen, es zum selber machen. Das war dann direkt so, ey, voll cool. Basteln Sie Ihren eigenen Setzkasten. Das Zimmer dekorieren. Total sinnlos, aber schön. Richtig süß. Dekokasten hat dann auch irgendwas mit 3 Euro, glaube ich, gekostet. Dann habe ich für 3,49 Euro oder sowas so 2 Kissen mir geholt fürs Schlafzimmer auf dem Bett zum Dekorieren auch. Richtig dumm. Werde ich dem Chris schenken. Bin gespannt, wir können den ja jetzt mal zusammen aufpusten. Yeah. Kriegt er nachher geschenkt. So, ihr Lieben, ich hab's geschafft. Der Spiegel steht endlich. Ich zeige euch jetzt gleich mal hier, wie alles aussieht. Schaut mal bitte, wie schön. Na, den Spiegel muss ich jetzt halt noch putzen. Was ich noch sagen wollte, bei meinem letzten Video, da läuft gerade nämlich noch eine Verlosung und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich werde krank oder so. Falls ihr bei der Verlosung noch nicht mitgemacht habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Wir sind jetzt am Ende von meinem Video angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sachen hier zu dekorieren und das alles zu kaufen und das alles war einfach. Hat mega, mega viel Spaß gemacht. Bleibt positiv, bleibt gesund und bleibt munter. Und denkt dran, lasst euch wirklich nie, niemals irgendwie unterkriegen. Glaubt an euch. Egal, was ihr machen wollt. Glaubt einfach an euch und dann der Rest kommt spätestens dann, wenn sie sehen, dass es dir gut geht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ich würde sagen, bis bald.